Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Secret of Evermore. So, wir haben uns wieder beruhigt nach der Hektik aus dem letzten Part und können weitermachen. So, wir müssen uns jetzt also diese Freakshow ansehen. Bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Meine Damen, meine Herren, treten Sie näher und sehen Sie Dr. Meinolds Freakshow. Werden Sie Zeuge von Dingen, die Ihre schlimmsten Albträume übertreffen. Erleben Sie den Horror, der Ihnen im alltäglichen Leben fehlt. Kommen Sie und staunen Sie. Hier entlang treten Sie ein, bin Brechtüten am Eingang erhältlich. Naja. Hey Kleiner, willst du die Show sehen? Ja, unbedingt. Ich will. Hast du ein Ticket? Klar. Hier entlang. Sorry, keine Hunde. Du wartest hier, Blanca. Ich bin gleich zurück. Ich will's hoffen. Oh, nicht schon wieder Katze. Das bringt Unglück. Du kommst gerade recht. Na los, komm schon. Geht jetzt mit meinem Hund weg, oder wie? Und Blanca stolziert fröhlich mit. Na super. Die erste Sensation wird Sie über das Wunder der Schöpfung nachdenken lassen. Nun, Sie werden sich fragen, wie diese Kreatur leben kann. Darauf gibt es keine Antwort. Dennoch ist es eine Tatsache. Hier ist Mr. Head, der Mann ohne Körper. Ich habe keine Probleme mit Rheuma und Gliederschmerzen. Groovy. Ja, also halten wir mal fest, dass hier ein Typ einfach in der Kiste hockt. Mann, aber wenn das so weitergeht. Die nächste Kreatur stammt aus den unerforschten Höhlen der Schweizer Alpen. Nein, es ist nicht etwa die lilane Kuh, sondern eine Kreatur, die noch viel furchtbarer aussieht. Es ist die einhörnige Ziege. Abgesehen von der Schleichwerbung auf eine gewisse Süßigkeit, ist das einfach nur eine Ziege, der man ein Horn aufgebunden hat. Mann. Vorsicht, bitte nicht das Horn berühren. Weil man sonst den Betrug erkennen würde. Folgen Sie mir weiter. Es wird noch besser. Nichts für schwache Nerven. Die nächste Attraktion wird Ihnen das Blut in den Adern gefrieren lassen. Diese ekelhafte, bösartige und alles verschlingende Bestie erzeugt Grauen, wo immer sie auftaucht. Seine Zähne sind länger als die Beine einer Giraffe. Sein Körper ist behaarter als der eines Affen. Seine Augen hypnotisieren jede andere Kreatur in kürzester Zeit. Seien Sie gewarnt, das Grauen hat einen Namen. Es heißt Lacosius. Sowas. Lacosius ist entkommen. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig, Kleiner. Lacosius ist sehr gefährlich. Das sind aber keine guten Nachrichten. Egal, es gibt nichts, mit dem wir nicht fertig werden. The Show Must Go On. Hier unsere neueste Attraktion. Sie werden ihren Augen nicht trauen, eine Kreatur, die aus zwei Gattungen besteht. Ich präsentiere zum ersten Mal in dieser Show den einzigartigen, unglaublichen Schwudel. Hierbei ist zu beachten, es geht um Pudel und Schwein, nichts anderes. Manu, Blanca, bist du das? Du hast dich in diesem Spiel schon oft verändert, aber das ist wohl zu albern. Wo willst du hin, Blanca? Mit einem Schweinsgesicht würde ich auch wegrennen. Das ist doch alles sehr mysteriös hier. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn wir ein Schwein als Pudel verkleidet hätten. Jetzt sag mir nicht, da ist Lacosius.
Damen und Herren! Das große Schweinerennen fängt gleich an. Auf die Plätze, fertig, los! Oh Mann. Trüffeltrubel führt das Feld an. Wartet, dort erscheint noch ein weiterer Teilnehmer am Start. Das ist ein Hund und kein Schwein. Unglaublich, was für ein Schwein. Kennt denn wirklich keiner, dass das ein Hund ist? Wir haben einen Gewinner. Wem gehört das Schwein? Ich schätze, das ist mein Schwein. Die Ehre, am Bankett der Königin teilzunehmen, steht nun dir zu. Glückwunsch! Nun, Blanke, sieht so aus, als ob du uns weitergeholfen hast. Vielleicht weiß sie ja, wie wir wieder zurückkommen. Oh Mann. Der Besitzer des Gewinnerschweins ist hier. Ach, mein ganzes Geld, alles futsch. Geh schnell rein, bevor ich es mir anders überlege. Also, gewettet. Blanka, wo bist du hingerannt? Ich hoffe, ich steig keinen Unsinn an. Mann, ist schon wieder der Hund weg. Immer dieser Hund. Unglaublich. Liebe Gäste dieses Banketts, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Es wird erst gespeist, wenn die Königin da ist. Wow, was für ein prachtvolles Schloss. Marc Nobel soll die Burg eingerichtet haben. Überall diese edlen Seidenstoffe mit Zeichnungen. Und du solltest erst einmal die Toiletten im Ostflügel sehen. Selbst die Klobürsten haben ein fantastisches Design. Hauptsache das. Er ist begnadet, ich muss ihm gratulieren. Werte Anwesende, bitte setzen Sie sich, die Königin wird gleich erscheinen. Bürger von Chaosturm, verehrte Gäste, hier ist Ihre Majestät, die Königin. Ist sie ja. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wen haben wir denn hier? Dies ist Pascal, der Besitzer des Gewinnerschweins. Es ist mir eine große Ehre, Herr Pascal. Ich bin Brunhilde von Chaosturm. Hi, Bruni, ich meine, Königin. Wissen Sie, wo mein Hund ist? Er ist mir in die Burg gefolgt und dann verschwunden. Sag lebewohl, mein kleines Schweinchen. Du wirst mein Meisterwerk beim Bankett der Königin sein. Du freust dich doch schon, oder? Betrug, du bist ja auch gar kein Schwein. Naja, egal. Pierre wird dich geschmackvoll zubereiten. Ey, lass meinen Hund in Ruhe. Ist hier nicht... irgendwo. Komm mir schon her, du mutiertes Hängebauchschwein. So, der Grund, warum ich gespeichert habe, ist... Hier kann es gerne hängen bleiben. Und liebe Freunde, ja. Nicht nur, dass ich gerade keinen Timer habe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Muss ich nach Gefühl machen. Gut, ich weiß ungefähr, wann ich angefangen habe. Beziehungsweise ich habe eine Uhrzeit im Kopf, zu der höre ich einfach auf. Wenn ich dann, wenn der Part dann eben ein bisschen kürzer ist, tut's mir leid. Ja, wir stehen jetzt vor einem Labyrinth, das wir mit dem Hund durchstreifen müssen. Und ich hasse dieses Labyrinth. Es ist lästig. Denn wir müssen mit unserem Hund jetzt einen Weg finden. Und ich habe genau das befürchtet. Wenn man nach oben geht, kann es hängen bleiben. Und wenn ich vergesse zu speichern, dann müssen wir eben wieder ein wenig laufen. So, das heißt immer, bevor ich da hochgehe, speichern. Und umgekehrt. So. Es ist so ziemlich meine Hassstelle in diesem Spiel, weil es ist einfach ein behindertes, dämliches Labyrinth und das ist sogar eine falsche Stelle, an der ich nicht weiterkomme. Und oh, ich kann mir ums Verrecken den Weg hier einfach nicht merken. Ja, seht ihr, da muss man wirklich auch sich Wege im Dunkeln suchen, das ist so.
Ja. Und was fällt mir dazu groß ein? Nichts. Wer sich auch immer dieses Labyrinth ausgedacht hat, ich hasse ihn jetzt. Ja, das ist, ja, ne? Also hier waren wir gerade. Das ist jetzt, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wirklich nicht. Vielleicht fällt ja euch was ein. Dann schreibt es doch einfach in Kommentar. So, hier müssen wir hin. So, ja. Es gibt hier natürlich auch wieder ein Secret, das man unbedingt machen sollte. Also, der Vollständigkeit. Ich werde es natürlich auch suchen. Und zwar hier hinter den Bücherregalen. Geht's auch nach unten. Ist jetzt die Frage, war es das jetzt? Oder geht es da nach draußen? Sehen wir jetzt gleich. Ich glaube, hier geht es zu dem Secret. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Sehen wir dann. Blaue Rohre. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich jetzt nach draußen gehe oder zum Secret. Ich hätte mir vielleicht den Weg nochmal anschauen sollen. Obwohl, das wäre vielleicht langweilig gewesen dann. Denn so kommt ihr die Fels ja dann mit, wenn ich hier 3 Stunden mich verlaufe. Labyrinth. Im Schloss vom Chaosturm. Ja, da geht's raus. Alles klar. Dann laden wir bitte nochmal und gehen wieder zurück. Da geht's raus. Ich habe tatsächlich den Ausgang gefunden. Glaube ich, von oben gekommen, oder? Ich glaube schon. Gut, dann haben wir den Ausgang gefunden, liebe Freunde. Wenn man so schnell einen Ausgang findet, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das passiert mir normal nie. Aber macht nichts. Wir gehen nochmal zurück, auf jeden Fall. Denn das Secret nehmen wir mit. Das ist auch wichtig. Damit wir später an eine Zauberformel kommen. So viel sage ich schon mal. Achso, nee, ich muss wieder ganz zurück. Ich muss wieder zurück und darf nicht den Weg hinterm Bücherregal nehmen. Ich glaube, der Weg hinterm Bücherregal ist einzig und allein für den Ausgang. Jetzt lädt er natürlich wieder nicht. Vorführeffekt, ganz klar, weil ich jetzt wieder nicht, weil ich einmal hochgehe, ohne zu speichern. Dieser Bug, es ist, also wenn man nicht, wirklich nicht dran denkt, dass dieser Bug existiert, dann verzweifelt man wirklich. Und hier geht's nicht weiter. Das sind immer nur für verschlossene Türen oder drüben ist einer. Das heißt, ich muss doch nochmal dort unten schauen. Ja, hier gibt es ja eigentlich genug Wege. Also rein theoretisch sollte es auch den Weg geben, den ich suche. Das weiß ich allerdings erst, wenn ich ihn gefunden habe. Also wenn ich an einer ganz bestimmten Stelle bin, dann weiß ich's. Ich glaube, das ist so. Ja, das müsste so sein sogar. Wäre schön, wenn das so schnell klappt. Andernfalls halt nicht. Ja, hab das Geräusch eben gehört, das war schon Teil davon. Aber bin noch nicht ganz dort angekommen, wo ich sein wollte. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie man da wieder überall hinkommt. Darf ich aber nicht. Ihr Säcke. Habe ich wieder nicht gespeichert, ne? Selber schuld. Verlieren wir nicht nur Zeit, sondern auch noch so ein. Ah, ich muss. Ach so, ja, stimmt. Hier ist es.
So, dann machen wir hier mal einen Safe, weil hier geht's im Dunkeln weiter. Das ist jetzt extrem gefährlich, oder? Ja. Ich hab's gefunden. Das ist jetzt wirklich ein ganz mieses. Stück von dem Spiel hier. Wenn man hier nicht aufpasst, dann ist man verloren. So, ich muss jetzt nochmal gucken, wie man da. Kommt. Weil die Gänge eben dunkel sind, also versteckt. Genau, hier hin. Jetzt ist ja auch die Oma sichtbar. Hallo Kleiner. Ich darf ja jetzt nicht hier mit dir her. Ich hänge dir den Schlüssel zum Schloss um den Hals. Ach ja, vielen Dank. Oh, mein Rheuma. Wo ist meine Medizin? Ja, was auch immer die Oma hier macht. Na egal. So, diesen Schlüssel brauchen wir. Denn wir als Mensch später, wir können den natürlich benutzen. So, jetzt muss ich nur den Weg zurück wiederfinden. Eigentlich relativ einfach. Zack, das war's schon. So, dann können wir wieder zurück. Ich würde sagen, das mache ich noch. Dann müssten wir, glaube ich, auch schon am Partende sein. Wie gesagt, ich habe meinen Timer vergessen. Dementsprechend kann ich nur ungefähr abschätzen, wann ich angefangen habe. Aber es müsste dann so ungefähr hinkommen. Ja, da bin ich hier aber nicht hergekommen. Nee, 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 hier nicht. Ich habe eine gute Stelle eigentlich, um den Part und auch die Woche zu beenden. Und hier war ich gerade, oder? Nee, da geht es nämlich nicht runter. Ist hier so schlimm? Nicht wieder laden. Wo bin ich denn hergekommen? Da unten. Ja, doch, genau, bei den zwei Stäben da. Muss ich da wieder zurück? Nee. Muss er nicht wieder da zurück? Muss woanders raus. War das hier mit der Bücherei? Ich hoffe doch. Genau. Und hinter den Bücherregalen wieder runter. So. Dann also hier oben lang. Daraus, ne? Nee, nicht hier raus. Ich blöd? Ich se verlaufen? Ja, genau, hier lang. Und dann müsste hier der Gang mit den blauen Rohren sein, genau. Dann geht man hier hoch. Dann hier raus, nach unten. Hier unten wieder runter. Dann kommt man in den Gang mit den roten Röhren. Rohren, wie auch immer. Und da hoch. Genau. So, saved. Lauf, Blanka, lauf. Gefällt das irgendwie nicht. Nun,
Sagen Sie, Herr Pascal, was halten Sie von meinem Schloss? Eine nette Hütte, sehr sauber, pompös, tadellos, einzigartig. Genau, das wollte ich sagen. Es ist längst Zeit für die Hauptspeise, oder? 100 Köche arbeiten für mich, trotzdem muss ich warten. Was kann da so lange dauern? Wo bleibt das Essen? Nicht dein Ernst. Ich bin erschüttert. Was? Wer ist dafür verantwortlich? Namen, ich will Namen hören. Das könnte mein Hund sein. Du hast mein Bankett ruiniert. Eine Nacht im Verlies wird dir eine Lehre sein. Wächter, führ die beiden ab. Oder führe die beiden ab. Toll, Blanke, wirklich. Vielen Dank dafür. Na, Kleiner, hattest du deinen Spaß? Ich kenne Typen wie dich. Erst verwüstest du nur deine Wohnung, später ist es das Bankett der Königin. Und dieser Hund scheint noch schlimmer zu sein. Komm jetzt. Bisheriges Geschehen speichern. Jawohl. Er lädt auch die Szene nicht weiter. Das heißt, wir gehen über den Safe State wieder zurück. Aber das mache ich nicht jetzt. Nein, 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 nein. Dann verabschiede ich mich euch an einem. Verabschiede ich mich euch von euch bei diesem schwarzen Screen, den wir hier haben. Ja, und dann sehen wir uns einfach in den neuen Wochen wieder. So, Richtung Neujahr. Ja, und dann hoffe ich, ihr hattet. Dann hoffe ich einfach mal für euch, dass ihr schöne Feiertage hattet. Dass ihr schön beschenkt worden seid und dass ihr natürlich auch Spaß hattet, das Video zu sehen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es weitergeht. Bis dahin, euer Onion.